Ich muss mich jetzt da verkleiden, der ist Corona-verdächtig. In die Notaufnahme zu kommen und dann die Diagnose zu erhalten, Krebs zu haben, ist natürlich ein sehr harter Schlag. Unsere Notaufnahme im Diakonie-Klinikum Stuttgart ist Knotenpunkt und Anlaufstelle für Traumen mit zum Beispiel mehreren Knochenbrüchen und inneren Organverletzungen. Gestürzt und ja, voll auf die Schulter fallen. So anwinkeln, das geht. Oh. Geht auch nicht. Tut sehr weh. Oh. Ganz wichtig ist, einmal ganz ruhig weiteratmen, okay? Sie atmen nämlich ganz schnell, nicht dass Sie hier mehr anfangen zu hyperventilieren, okay? Die Patientin hat mich vor eine größere Herausforderung gestellt. Wenn man so starke Schmerzen hat, ist meistens irgendwas nicht so in Ordnung. Ja? Kann sein, dass es gebrochen ist, kann aber auch sein, dass die Schulter luxiert ist. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass es sich um etwas Bösartiges handelt. In der Notaufnahme kann man natürlich nie sagen, was kommt. Also angenommen, Sie müssen jetzt auf eine Intensivstation. Dann sagen Sie, wir machen alles an Therapien. Oder haben Sie irgendwie einen besonderen Wunsch und sagen, ich möchte nicht beatmet werden, wenn es sein muss? Irgendwas? Machen Sie alles. Machen wir alles. Hier heute Patient, der in dir hier bis vor einer Woche lag, wegen vermutlicher Zustand nach Sturz zu Hause und vermutlicher Schlaganfall war das, oder? Krampfanfall. Herr Despotovic kam mit Beschwerden in die Notaufnahme und es hat sich dann schon in der Notaufnahme eine Diagnose herausgestellt, die ich so nicht erwartet hätte. Mein Name ist Konstantin Zimmer, ich bin 32 Jahre alt und bin seit 2018 Assistenzarzt in der Inneren Medizin am Diakonie-Klinikum Stuttgart. Aktuell bin ich im dritten Jahr der Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin und habe aktuell das Ziel, in 2 Jahren dann meinen Internist zu machen und Facharzt für Innere Medizin zu werden. Was mir wirklich am allermeisten Spaß macht, ist, und ich glaube, das ist sozusagen die Quintessenz der Medizin, ist, dass ich einfach mit so vielen unterschiedlichen Leuten in Kontakt komme. Also das ist einfach so das, was für mich den Arztberuf ausmacht, der Patientenkontakt. In Vorgeschichte Asthma hat er angegeben, weil er starker Nikotinraucher ist oder Raucher. Ich musste mich jetzt da verkleiden, der ist Corona-verdächtig. So, hallo. Seit wann ist es mit diesen Schmerzen auf der Brust? Wann ist das passiert? Das hat er angefangen, so ungefähr ein Monat, eineinhalb. Okay, und jetzt diese Schmerzen, die Sie hatten, ja, auf der Brust, ja, sind die schon seit anderthalb Monaten da? Ja. Okay. Also die Übergabe des Patienten war recht unspezifisch. Es hieß, der Patient hat Schwindel und insgesamt eine sogenannte AZ-Verschlechterung, also eine Allgemeinzustandsverschlechterung, begleitend von ein bisschen Luftnot beim tiefen Einatmen. Was ist denn noch das Problem? Luftnot? Jetzt momentan nicht. Okay. Ein bisschen schon. Einatmen. Aber das war der Grund, warum Sie den Notarzt gerufen haben, die Luftnot, oder was war der Grund? Auch, und die Muskel. Mhm. Ich habe kein Gefühl mehr in armen Muskeln und in die Beine auch nicht. Das war ein relativ großes Bild aus vielerlei Symptomen und nicht ein einzelnes Symptom. Okay, ich mache Ihnen kurz einen Corona-Abstrich. Einmal bitte die Maske runterziehen. Abstrich mach ich mal kurz. Mund auf. Okay. Ne? Oh. Ich weiß, es tut mir leid, es ist unangenehm. Das müssen wir auch hier regelmäßig über uns ergehen lassen. Ja. Ich kenne das, ich wirke auch schnell. So ein Corona-Abstrich, wenn man ihn richtig macht und richtig viel Material gewinnen will, ist halt eine recht unangenehme Angelegenheit. Na, sonst irgendwas zu Hause? Hatten Sie Probleme mit Essen, Trinken? War das alles normal? Stuhlgang, Wasser lassen? Wie ist das? Bis jetzt? Seit einem Monat. Fast 4 Wochen.
Appetit ist so. Okay. Und ich habe täglich nur eine Banane und Milch. Und mehr hat nichts Vollkorn gegeben. Ja. So kurz nass? Ja. Ich konnte gar nichts essen. Deswegen habe ich abgenommen. Okay. 16 Kilo. Okay, in welcher Zeit? In der Fettwoche. Bei so einer Symptomatik aus Appetitlosigkeit und einem ungewollten Gewichtsverlust schlagen bei jedem Arzt die Alarmglocken. Herr Despotovic, ich glaube, wir machen gleich einen Ultraschall vom Herzen und dann schauen wir sozusagen mal, wie Ihr Herz pumpt und gucken mal, das könnte auch eine Lungenembolie dahinter stecken. Einmal aufrichten. Als ich die Lunge des Patienten abgehört habe, hat sich schnell herauskristallisiert, dass der Patient eine Lungenentzündung haben könnte. Und das abgeschwächte Atemgeräusch hat darauf hingedeutet, dass die Lunge nicht richtig belüftet ist, sodass es irgendwo eine enge Stelle geben musste. Okay, wunderbar. Bei dem Herrn Despotovic hatte ich den Verdacht, eine Lungenembolie einerseits aus den Beschwerden, die der Patient geäußert hat, sprich diesen Druck auf der Brust und die Atemnot. Andererseits hatte ich die Verdachtsdiagnose der Lungenembolie, weil er tachykard war, also sein Herz sehr schnell schlug, und aufgrund des Befundes des EKGs. Also angenommen, Sie müssen jetzt auf eine Intensivstation, dann sagen Sie, wir machen alles an Therapien. Oder haben Sie sich über sowas schon mal Gedanken gemacht? Sie sind ja noch recht jung. Grundsätzlich ist die Frage für mich recht einfach zu stellen, weil es geht dabei um die Berücksichtigung des Willens der Patientinnen. Wenn es jetzt einen Notfall gibt, dann schöpfen wir alle therapeutischen Möglichkeiten aus, ja? Oder? Oder haben Sie irgendwie einen besonderen Wunsch und sagen, ich möchte nicht beatmet werden, wenn es sein muss? Irgendwas? Machen Sie alles. Machen wir alles. Wie lange haben Sie geraucht? Wie? Wie lange haben Sie geraucht? Eine Schachtel, locker 20 Zigaretten. Und über wie lange? Wie viel? Wie lange geraucht? Mhm. 50 Jahre. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass der Patient schon eben gespürt hat, dass mit ihm was nicht stimmt. Da ist auch jeder anders. Manche sind eher sozusagen, können Gefühle zulassen, wenn sie alleine sind. Andere können da eben gleich darüber reden, aber es ist natürlich auch immer ein Schock. Wir wurden beim nächsten Einsatz in Stuttgarter Westen alarmiert. Der nächste Einsatz war ein Sturz mit Sonderrechten. Heißt, wir wurden hier mit Blaulicht und Martinshorn alarmiert. Heißt, dass die Patientin eventuell auch schwerer verletzt war, sodass wir halt da keine Zeit verlieren. Auf der Anfahrt wussten wir nur, dass es sich wohl um eine Verletzung der oberen Extremitäten, also der Arme, handelt. Und als Zusatzinformation hatten wir noch, dass sich die Patientin wohl auf der Straße befindet. Wir sind dorthin gefahren mit Blaulicht. Es war auch wirklich nur 1 bis 2 Minuten um die Ecke, eine Straße über der Klinik. Und dort stand die Patientin dann schon auf der Straße und hat gewunken. Hallo, geht's um Sie, oder? Okay. Hier hat jemand vom Hauskrieg gerufen, ich bin gestürzt, ich kann meinen Arm nehmen. Alles klar, Blick. Jawohl, Wahnsinn. Sind Sie das selbstständig gestürzt, oder? Ja, ich bin gestolpert hier, okay. Ich hab's eilig gemacht und bin irgendwie hängen geblieben. Okay, außer Schuld tut aber nichts drin, ne? Dann gehen wir mal zu uns ins Auto. Man hat schon gemerkt, dass sie doch sehr, sehr starke Schmerzen hatte, hatte sich mit der linken Hand schon an die rechte Schulter gefasst gehabt.
sodass es doch schon relativ klar war, dass sie irgendwo eine schwere Verletzung eventuell haben könnte. Machen Sie langsam. Steffen, mal kurz hier Platz nehmen. Und ich helfe Ihnen, warten Sie kurz. Auf der einen Seite ist nur ein Handy drin, dass es nicht passt. Ich pass auf und tue es in die Tasche gleich rein, ja? Okay. Nehmen Sie mal Platz und erzählen Sie mal, was passiert ist. Ich war auf dem Weg zum Bus. Ja. Bin irgendwie schnell gelaufen und ich weiß nicht, vielleicht bin ich mit den Gummisäulen hängen geblieben und bin gestürzt und voll auf die Schulter gefallen und habe gleich gemerkt, dass irgendwas. Auf die Schulter gefallen. Ja. Okay, alles klar. Bei uns im Fahrzeug haben wir dann uns entschieden gehabt, die Patientin sitzend zu versorgen, da sie doch relativ schmerzgeplagt war und wir wollten da keine Zeit verlieren, dass eventuell zum Beispiel der Kreislauf versagen konnte und wir dann natürlich ein anderes Problem haben. Kriegen Sie gut Luft? Ja, immer. Haben Sie sonst noch irgendwo Schmerzen? Nee. Okay. Ich erschrecke mich, ich messe mal kurz parallel die Temperatur, ja? Husten oder Fieber gehabt in den letzten Tagen? Kontakt zu einer Covid-Patientin. Mhm. Hier der Arm, spüren Sie alles? Hand können Sie bewegen? So anwinkeln, das geht? Geht auch nicht? Tut sehr weh. Okay, alles klar. Okay. Sie konnte alles noch bewegen, hat alles gespürt. Es war auch ein Puls am Handgelenk spürbar, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Okay, alles klar. Schön, mal ganz kurz einmal auf die Brust. Mal kurz tief ein- und ausatmen. Zu unserer Standarduntersuchung gehört auch, dass wir auf die Lunge hören, was in dem Fall auch wichtig war, da sie ja auch auf die rechte Seite gefallen ist. Ganz wichtig ist, einmal ganz ruhig weiteratmen, okay? Sie atmen nämlich ganz schnell, nicht dass sie hier mehr anfangen zu hyperventilieren, okay? Wir sind jetzt da und wir gucken nach ihrer Schulter. Ja. Bei Patienten mit großen Schmerzen ist es mir sehr wichtig, dass es auch rüberkommt, dass ich das total sehe, also dass ich sie ernst nehme und dass wir auch wirklich versuchen, ihr schnell zu helfen. Also wir sind hier bei der Frau, die ist auf der Straße eigenständig vermutlich gestolpert, gestürzt, dabei auf den rechten Oberarm geflogen. Jetzt klagt sie über Schmerzen direkt im Gelenksbereich. Klavikular, Schulterblatt ist stabil, aber sie kann ihn selber nicht mehr heben und bewegen. DMS ist aber komplett intakt. Die würden wir euch gerne vorstellen, unfallchirurgisch. Genau, 884, wir sind in 5 Minuten. Danke, ciao. Ja. Wir fahren jetzt, ja. Weil wir sind hier eine Straße. Leute, ja, witzig, gell? Ja, Abflug. Abwarten. Mann, oh Mann. Leider haben wir oft nicht die Möglichkeit, mit einem großen Rettungswagen überall uns eine Parklücke zu suchen. In diesem Fall war der Platz doch sehr, sehr eng und es haben sich mehrere Autofahrer versucht, da durchzuzwängen. Leider ist für uns selber eine sehr, sehr gefährliche Situation, da wir da immer in Gefahr laufen, von einem Auto auch angefahren zu werden. Das bringt natürlich keinem was, wenn dann der Rettungsdienst selber verletzt auf der Straße liegt und wir selber Hilfe brauchen. Da, wenn diese Menschen selber in der Situation sind, es auch nicht schnell genug gehen kann, dass der Rettungsdienst dann vor Ort ist und ein bisschen mehr Verständnis wäre schön. So, und zwar, genau. Dienst einigermaßen. Genau, wir machen ganz langsam. Warten Sie, am besten Sie, oh ja. Okay, so ich bringe jetzt das Kissen wieder. Das können wir da drunter stellen. Der Herr Despotovic kam in einem recht schlechten Allgemeinzustand zu mir in die Notaufnahme und hat über ein komplexes Beschwerdebild berichtet, dass es ihm einfach in der Vergangenheit nicht gut ging. So. Als das Ergebnis des Corona-Abstriches vorlag und der negativ war, konnte ich meine Schutzkleidung ablegen und ohne Schutzkleidung zum Patienten gehen. Herr Despotovic, also, es sieht so aus, es könnte sein, wie ich gesagt habe, dass Sie eine Lungenembolie haben. Wissen Sie, was das ungefähr ist? Nein. Das ist ein Gerinnsel. So wie ein Gerinnsel kann man im Herzen haben oder im Kopf. Dann ist ein Schlaganfall, im Herzen ist ein Herzinfarkt. Und das ist ein Gerinnsel in der Lunge. Meine erste Verdachtsdiagnose war eine Lungenarterienembolie. Im CT kam es dann doch anders. Bitte einatmen, aufatmen und hinschieben.
mein Guter, wie geht's? Hm? Wie bitte? Ich weiß es gar nicht. Sie wissen es gar nicht. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Es ist keine Lungenembolie, wie wir dachten. Um solche Nachrichten insbesondere in der Notaufnahme zu übermitteln, braucht man eben einen kurzen Moment der Ruhe und auch ein Feingefühl für den Patienten, um eben erstmal schon zu sagen, was die Verdachtsdiagnose ist. Allerdings haben wir was anderes herausgefunden. Corona? Nee, Corona haben sie auch nicht. Glücklicherweise auch nicht. Aber es ist so, dass sie wahrscheinlich einen Tumor haben in der Lunge. Tumor in der Lunge? Ja. Einen relativ großen. Was kommt? Wir wissen aber noch nicht, wo er herkommt. Es kann sein, dass es ein Tumor ist, der vom Lungengewebe ausgeht. Es kann aber auch sein, dass es ein Tumor ist, der von der Speiseröhre ausgeht. In dem CT hatte der Patient eine große Raumforderung in der Lunge mit dem hochgradigen Verdacht auf einen Lungentumor. Diese Raumforderung hat Atemwege der Lunge teilweise verengt, sodass es da zu einer Belüftungsstörung kam. Und begleitend hatte der Patient noch in diesem Bereich, wo der Tumor saß, eine Lungenentzündung. Sie kommen jetzt auf unsere Überwachungsstation, die IMC, werden da auch überwacht und dann geht es morgen los. Ist das intensiv? Nee, noch nicht intensiv, aber eine davor. Mhm. Ja? Mhm. Gut. Der Tumor ist noch nicht biopsiert und das Ergebnis der Gewebeprobe ist noch nicht vorliegend. Dementsprechend ist es wichtig, dass der Patient einerseits erfährt, was er hat, andererseits, dass noch weitere Untersuchungen folgen müssen und man erst anhand der weiteren Untersuchungen dann festlegen kann, wie es mit dem Patienten weitergeht, das heißt, wie sich die weitere Therapie gestalten wird. Ich sage meiner Kollegin oben auf der Überwachungsstation Bescheid, dass sie demnächst hochkommen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Ja? Sieht man sich doch. Man sieht sich immer hier im Diak. Mhm. Wir sehen uns oft. Gell, Herr Desvodovic? Aber besser ist, wenn man sich nicht im Krankenhaus sieht. Für mich war der Fall damit dann beendet und unsere Kollegen der Onkologie werden sich dann natürlich bestmöglich weiterhin um den Patienten kümmern. Man nimmt immer was mit. Also letztendlich ist man auch Mensch und wenn man sagen würde, das lässt einen alles kalt, ich denke, dann ist man auch im Beruf falsch. Ein wichtiger Ausgleich für mich zum Beruf ist natürlich meine junge kleine Familie mit meiner Tochter, die ein halbes Jahr alt ist. Und ich bin generell ein familiärer Mensch. Ja, das gibt mir einfach Halt und Kraft. Da gibt es einen richtig leckeren Brei und dann geht's ins Bettchen. Ja, doch. Vater zu sein ist natürlich eine ganz, oder generell Eltern zu sein, ist eine ganz tolle und neue Erfahrung. Es ist wirklich schön, jeden Tag neue Dinge zu entdecken, einen kleinen Menschen wachsen zu sehen. She makes the sound she makes to calm me down. Oh. Die Patientin hat mich vor eine größere Herausforderung gestellt. Im Nachhinein habe ich mich dann auch über mich selbst geärgert, dass das nicht so geklappt hat, wie ich mir das selbst vorgestellt habe. Servus, hi. Hallo. Hegner von der Unfallchirurgie. Als ich die Patientin initial gesehen habe, da machte sich schon einen sehr schmerzgeplagten, aber auch aufgewühlten Eindruck. Das gibt einem immer schon selbst so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, dass man denkt, da wird wahrscheinlich schon was sein. Gut? Nein, nicht gut.
Erstmal war es für mich so, dass die Patientin berichtete, so starke Schmerzen zu haben und die Schulter nicht mehr heben zu können, ist für mich schon ein starker Verdacht, dass entweder das Schultergelenk luxiert sein kann oder auch, dass eine Fraktur vorliegen kann. Und außer der Schulter tut nichts weh? Eine Baustelle reicht. Darf ich einmal den Knopf oben aufmachen? Hatten Sie schon mal eine Schulterluxation? Nee. Also bei einer Schulterluxation kugelt das Schultergelenk aus. Das Schultergelenk selbst besteht, wenn man es sich veranschaulichen will, aus dem Oberarmknochen, der im oberen Bereich ein bisschen wie die Faust rund ist, und einer Pfanne. Und was eine Luxation eigentlich ist, ist, dass das Gelenk, was normalerweise eine Verbindung zueinander hat, dass dann der Oberarm entweder nach vorne, nach unten oder nach hinten auskugelt und das Gelenk quasi keine direkte Verbindung mehr miteinander hat. Wenn man so starke Schmerzen hat, ist meistens irgendwas nicht so in Ordnung. Ja? Kann sein, dass es gebrochen ist, kann aber auch sein, dass die Schulter luxiert ist. Fühlt sich... Ja, bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber wir machen ein Röntgenbild mal direkt, ja, und dann wissen wir es. Jede Luxation am Körper ist eigentlich für uns ein Notfall und wir als Unfallchirurgen wollen jede Ausrenkung eigentlich so schnell wie möglich wieder einrenken. Ich fahr mal mit. So, ja. Sie können aufstehen. Oder geht es eher schlecht? Nur, wenn Sie sagen, mit dem Kreislauf geht, wenn nicht, dann nicht. Sonst machen wir es liegen. Können Sie mir die Hand gleich geben? Nur langsam. Mal kurz die Sinne sortieren. Man kann ihr natürlich nur an einer Seite helfen, weil die andere einfach schmerzhaft ist. Alles gut vom Kopf her? Nur langsam. Somit konnten wir nur einer auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite sie unterstützen, dass sie uns nicht umkippt, vor Schmerzen oder vom Gleichgewicht her. So, da mal kurz stehen bleiben. Okay. Können Sie den Arm denn an den Körper anlegen? Nein. Der Arm, gell? Nee, der rechte. Ein bisschen nur drehen, dass sie so leicht schräg zur Wand stehen. Genau, perfekt. Ein bisschen noch rüber. Super. Und den Kopf mal auf ihre linke Seite drehen. Guck, die ist doch luxiert. Das reicht mir schon. Ja, alles gut. Am Röntgenbild war es dann leider für die Patientin tatsächlich so, dass sie sich das rechte Schultergelenk ausgekugelt hatte. Und das ist für uns ein Notfall, da jedes Gelenk, was ausgekugelt ist, eigentlich so schnell wie möglich reponiert werden muss. Hatice Potovic kam mit einer schweren Lungenproblematik in die Klinik, in die Notaufnahme. Er hatte Atemnot und war sehr schwach. In der Notaufnahme wurde dann weiter abgeklärt, was sich dahinter verbirgt. Und zum einen wurde eine Infektion der Lunge, also eine Lungenentzündung, diagnostiziert und auch der Verdacht gestellt, dass neben dieser Infektion womöglich auch eine Tumorerkrankung vorliegen könnte. In der weiteren Diagnostik ging es jetzt darum, dies voneinander zu trennen und zu sehen, ob auch zusätzlich noch eine bösartige Erkrankung dahinter steckt. Mein Name ist Jochen Greiner, bin vor kurzem 50 Jahre geworden und bin ärztlicher Direktor im Diakonieklinikum Stuttgart. Ich bin für die medizinische Klinik verantwortlich und fachlich für die Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin und Stammzelltransplantation. Die Untersuchung machen wir mit einem Medikament, das eine radioaktive Markierung hat, aber ganz geringe Mengen, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir hatten dann eine ausführliche bildgebende Diagnostik gemacht, dieses PET-CT, Positronen-Emissionstomographie. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Form der Computertomographie, bei der zusätzlich auch noch ein radioaktiv markierter Zucker dem Patienten
injiziert wird. Und damit kann man auch die Stoffwechselaktivität von Zellen und eben auch von Tumoren feststellen. Hallo, hallo. Grüße. Hier sehen wir jetzt, dass er doch ganz intensiv den Zucker aufnimmt. Und das ist ein eindeutiges Zeichen, dass sich da etwas, dass es sich um etwas Bösartiges handelt, dass das ein Lungenkarzinom ist. Sonst würde das nicht so intensiv hier in der PET-Untersuchung den markierten Zucker aufnehmen. Ja. Man sieht hier nochmal den großen Tumor. Man sieht hier die Ausdehnung in den Bereich, in die Weichteile zwischen den Lungenflügeln dazwischen. Und dann hier diesen einzelnen zusätzlichen Lymphknoten auf der Gegenseite. In anderen Organen, wie hier der Leber zum Beispiel oder im Skelettsystem, da sieht man keine weiteren Metastasen. Also es ist auf die Region vom Brustkorb beschränkt geblieben, aber eben leider auch auf der Gegenseite eine Metastase. In die Notaufnahme zu kommen und mit nichts Schlimmem zu rechnen und dann die Diagnose zu erhalten, Krebs zu haben, ist natürlich ein sehr harter Schlag. Grüß Gott. So, hallo, grüße. Für mich bedeutet es dann, die bestmögliche Behandlung für den Patienten zu finden. Wollen Sie sich auch schön aufsetzen, dass wir über die Befunde von heute miteinander sprechen? Ich schiebe das Tischchen mal etwas zur Seite, jawohl. So ist gut. Schmerzen haben Sie im Moment jetzt nicht? Schmerzen? Nein. Das nicht, ja. Nur an den Muskeln, wenn ich laufen will. Und wenn Sie laufen, wie weit kommen Sie da? Von hier bis Toilette. Bis zur Toilette, das geht, aber weiter nicht. Ja. Die Kraft. Scheiße. Ja. Mit Essen, Trinken, geht das? Mit Essen ist das schlecht. Ich habe Appetit verloren. Ja, Appetit fehlt. Ja, ich habe heute Mittag zum Mittagessen halbe Portion Nudeln mit Soße und einen Joghurt. Ja. Und das war's. Das war's, ja. Bei einer Diagnose einer Krebserkrankung ändert sich natürlich grundsätzlich das Leben eines Menschen. Natürlich hängt es dann auch davon ab, welche bösartige Erkrankung vorliegt. Jetzt hat man ja heute die große Untersuchung gemacht, dieses PET-CT, wo wir den ganzen Körper darstellen können. Das ist eine sehr gute Untersuchung, weil wir einfach nicht nur jetzt Bilder haben, sondern auch sehen, ob irgendwo Aktivitäten sind von Zellen. Und man sieht, dass da auf der Lunge doch was sitzt, das eben aussieht wie was Bösartiges. Ja, ja. So scheint es zu sein, am ehesten, dass das von der Lunge ausgeht. Ja. Und wo sitzt der Tumor? Der sitzt so an einer Lunge und geht aber auch über die Mittellinie mit ein paar Lymphknoten weiter. Ja. Man, was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass wenn das jetzt tatsächlich sich so bestätigt, dass es von der Lunge ausgehen sollte, schlimm, dass man es nicht operieren kann. Also man kann es nicht rausoperieren. Also Menschen reagieren natürlich ganz unterschiedlich auf die Überbringung einer so schlechten Nachricht wie einer bösartigen Lungenerkrankung. Man erlebt dann natürlich ganz unterschiedliche Reaktionsformen. Gibt manche, die natürlich da sehr emotional reagieren mit Tränenausbruch, mit Fassungslosigkeit. Andere reagieren fast kaum, auch das gibt es. Unser Ziel ist natürlich, dass wir die Erkrankung tatsächlich gut zurückdrängen. Dass sie wieder auch Qualität bekommen, dass sie wieder laufen können, dass sie wieder besser atmen können. Ja, das ist wichtig. Was zumindest eine gute Nachricht ist, dass es jetzt nicht im Körper weiter gestreut hat. Also man sieht jetzt nicht an anderen Organen im Knochen oder in der anderen Lunge oder in der Leber oder sonst im Körper, dass man da irgendwo Metastasen sieht. Das ist nicht der Fall. Das liegt sehr an einer Stelle, aber es wächst leider so
auch schon um das Herz da herum, sodass man nicht alles rausschneiden kann. Das geht leider nicht. Bei Herrn Despotovic war es eher so, dass er eher sprachlos war. Haben Sie Kinder? Habe ich einen Sohn in Kroatien. Er ist in Kroatien, ja, sei der ist 45 Jahre alt. Okay. Sprich, mit ihm brauchen wir jetzt nicht sprechen, sondern das machen Sie dann. Ja. Ja. Wie sind Sie zu Hause versorgt? Sind Sie allein oder ist jemand um Sie rum? Ich bin leider allein. Und da sind Sie zuletzt zurechtgekommen? Hat Ihnen da jemand geholfen? Ich habe einen Kumpel, der hilft mir. Okay, da hat Ihnen etwas geholfen. Ging einkaufen? Ja, ja. Die soziale und familiäre Situation ist immer sehr wichtig. Man muss immer sehen, dass außerhalb der Therapie im Krankenhaus auch Patienten gut aufgefangen werden, dass da nicht sozusagen ein Loch entsteht und auch jemand nach den Menschen schaut, sowohl emotional, aber auch in der reinen Versorgung. Ja. Keine guten Nachrichten natürlich. Ja. 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 Wichtig ist trotzdem, dass Sie wissen, dass man da auch helfen kann und dass es heutzutage natürlich bessere Möglichkeiten gibt, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ja. Gut, dann machen wir es so und dann sehen wir uns Anfang nächster Woche. Okay. Ihnen alles Gute, gute Besserung. Ja, danke schön. Wiedersehen. Also es ist natürlich nicht schön, eine Krebsdiagnose zu überbringen. Und das wird auch immer so bleiben. Also auch trotz der vielen Jahre in der Hämatologie und Onkologie gewöhnt man sich da natürlich nie richtig daran. Das ist immer eine Diagnose, mit der sich das Leben des Menschen komplett ändert. Ich versuche dann natürlich schon immer auch mit bestimmten Tätigkeiten dann auch wieder die Klinik natürlich auch zwischendrin zu vergessen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, auch mal abzuschalten. Letztes Jahr war ich auf dem Mont Blanc und dieses Jahr soll ich aufs Matterhorn gehen mit einem guten Freund von mir. Und da trainiere ich jetzt schon intensiv, um da auch die Kondition dafür zu haben. Und da gibt es auch eine Lieblingsstrecke und da gehe ich eigentlich relativ häufig hin, weil dort auch ein paar Felsen sind, was man natürlich dann gefällt, man dort ein bisschen herumklettern kann und dann ist natürlich der Wackerstein der Fels, der da so exponiert steht und das ist immer so ein schöner Abschluss, zum Schluss dann auf den Felsen zu gehen. Ich denke, dass man dadurch schon auch irgendwo den Kopf frei kriegen kann. Also, ich erkläre es gerade noch mal kurz. Das Schultergelenk muss man sich wo vorstellen. Der Oberarmknochen, ja, so ein langer Röhrenknochen und oben so eine runde Kugel. Und was bei Ihnen passiert ist, ist normalerweise formt es ein Gelenk, ja, und dann ist die quasi rausgesprungen. Ja. Luxationen von Gelenken haben wir eigentlich regelmäßig. Ich glaube, das kommt in jede Notaufnahme regelmäßig. Es ist halt so, dass man sich fast jedes Gelenk im Körper im Endeffekt auskugeln kann. Was wir jetzt machen, ist halt unter medikamentöse Schmerztherapie und Sedierung, dass sie davon nicht so viel spüren und sich entspannen können. Ja. Die Patientin hat von uns ein Schmerzmittel bekommen. Fürs Einrenken ist es aber eigentlich noch wichtiger, dass man die Patientin etwas zum Schlafen gibt, dass die Muskeln entspannt werden. Ich lege ihn quasi an und dann ziehe ich 45 Grad. Und dann mache ich erstmal einfach ein bisschen Zug. Klinisch hatte ich auch zunächst den Verdacht, dass das geglückt war. Es fühlte sich schon deutlich besser an.
Daraufhin haben wir eine Röntgenaufnahme ausgeführt. Kannst du den Arm kurz halten? Ja. Ich bin dann mit dem mobilen Röntgengerät einfach auf diese Extremität, also sprich auf die Schulterebene gegangen und habe dann immer wieder mal ein Bild gemacht, um zu gucken, sind wir jetzt erfolgreich gewesen oder doch nicht. Da zeigte sich auch schon, dass der Oberarmkopf noch nicht vollständig, aber fast wieder eingerenkt war. Aber es war halt noch nicht zu 100% korrekt. Man kann da jetzt nicht mit grober Gewalt dran ziehen, sondern man muss das Ganze schon kontrolliert machen und da schon vorsichtig sein, dass man das korrekt ausführt. Regt sich gar nicht, oder? Doch, es fühlt sich an, als wäre sie drin. Aber sieht aber nicht so aus. Sieht aber nicht so aus. Nee. Daraufhin habe ich es nochmal probiert. Auch Komplikationen von so einem Manöver. Dazu gehören unter anderem auch Schäden an den Nerven oder Blutgefäßen, sowie auch, dass der Oberarmknochen zum Beispiel brechen kann. Einmal ein Bild machen? Ja, wir können noch mal ein Bild machen. Aber noch eins, Nika. Wenn einem sowas nicht gelingt, dann ärgert man sich über sich selbst natürlich, dass man selbst denkt, naja, hat man irgendwas falsch gemacht, hätte man es anders machen können. Jetzt die ganze Zeit davor. Ich probiere auch mal. Im Prinzip war ich mir sicher, dass es nicht korrekt eingerenkt war. Und daraufhin habe ich ja auch meinen unfallchirurgischen Oberarzt verständigt. Ich finde es eigentlich gut, dass dann der Chefarzt der Notaufnahme das selbst nochmal probiert hat. Ja, manchmal hat eine zweite Person einfach dann doch mehr Glück oder auch mehr Erfahrung. Normalerweise machen wir das mit der Hälfte. Also. Jetzt hat sich bitte was bewegt. Es war tatsächlich so, dass der Chefarzt dieses Schultergelenk losgelassen hatte und verspürt hatte, dass es wahrscheinlich eingerenkt war. Mein unfallchirurgischer Oberarzt hat den Arm nun in die Hand genommen und hat gesagt, wir machen jetzt erstmal noch eine Röntgenaufnahme und hat quasi kurz die Hand draufgehalten. Und im Moment war das Schultergelenk dann tatsächlich wieder komplett eingerenkt. So wirkte es, als hätte nur das Handauflegen von ihm gereicht. Der Axel fasst einmal an. Obwohl man ja ehrlicherweise zugeben muss, dass der Chefarzt der Notaufnahme das Ganze erfolgreich durchgeführt hat. Das war ich jetzt. Das war nicht ich. Ja, und dann ist es wie so viele Dinge. Medizin ist ja nicht immer nur Wissen und Anordnen, sondern manchmal ist es einfach auch manuelle Tätigkeit. Und dafür sind wir ein Team. Und wenn es einer nicht schafft, das geht mal so rum und mal so rum, dann kommt irgendwann der Nächste. Ja, und ich hatte Glück. Also, als ich dann das zweite Mal gezogen habe, dann hat es funktioniert und der Oberarmkopf war wieder da, wo er hingehört. Das ist die Kunst des guten Timings. Stopp. Nika, geh nochmal rein. Ich habe nicht mitgezählt persönlich, wie viele Schultern ich jetzt schon wieder eingerenkt habe. Aber es sind schon ein paar zusammengekommen und im Prinzip hat man dann schon das Gefühl, dass man das auch gut kann. Es war tatsächlich das erste Mal, dass es mir nicht selbst gelungen ist. Klar, schafft man lieber alles selbst, aber ich finde es da nicht schlimm, auch mal dem Oberarzt einen Anruf zu geben und ihn um Hilfe zu bitten. Das ist, glaube ich, das Schöne bei uns im Haus und auch in der Notaufnahme, dass man immer Kollegen um sich herum hat, die einem helfen können und dass wir als Team bei sowas auch gut zusammengearbeitet haben, auch mit der Narkose und der Pflege. Ist das in Ordnung, wenn ich so, genau, soll ich Ihnen die Brille auf die Nase setzen? Schlussendlich hat es nicht beim ersten Mal gleich funktioniert, aber sie ist mit einer reponierten Schulter wieder nach Hause gegangen. Hoffe, dass sie heute wieder so bewegen kann wie vorm Sturz und wünsche ihr alles Gute. Wenn die nächste ausgekugelte Schulter in meiner Notaufnahme kommt, bin ich davon überzeugt, dass es mir wieder gelingt. Es ist zum Glück nicht immer hektisch in der Notaufnahme. Natürlich gibt es bestimmte Uhrzeiten und Tage, wo einfach sehr, sehr viel los ist und auch die Hektik groß ist.
Aber zum Glück gibt es auch die ruhigen Minuten. Ich glaube, das tut allen Mitarbeitern ganz gut, um neue Energie zu bekommen. Zeig mal dein Meisterwerk. Ja, klar. Hm? Hast du den gebacken? Ja, ich backe ganz gerne. Klar, Handwerker halt. Die backen immer gerne. Nee, das habe ich von meiner Mutti gelernt. Und, Käsekuchen. Käsekuchen, ja. Der Christian ist ja beruflich und privat eher Handwerker und ich bin halt Schreibtischarzt. Ich schneide mir schon mal ein kleines Stückchen ab. Mach das gerne. Ganz kleines Stückchen. Guten. Guten, danke. Dir auch. Nee, ich bin eher nicht so der Bäcker, ich bin eher der Koch. Ja. Bei mir mag meine Frau. Der Konstantin ist anscheinend eher der deftige Typ. Ich glaube, da hat jeder seinen Vorzug. Ich glaube, für ihn ist es für die Zukunft gesünder, aber ich glaube, ich werde das niemals lassen können. Und was außer Käsekuchen gibt es noch so bei dir? Was ich auch total gerne mache, ist halt Frühstück warm. Kaiserschmarrn oder Pancakes und sowas. Bin ich auch der Fan von, das morgens. Bist du gerne? Ja. Ich bin eher so ein salziger Typ. Generell merke ich, oder? Wenn du auch mehr kochst gerne, dann ja gerne. Ja, ja, schon. Ja, ich bin echt ein süßer Typ, muss ich sagen. Beruflich sind wir recht gegensätzlich, eher in die Orthopädie und Unfallchirurgie, ich in die internistische Richtung. Und auch was das Essen angeht, sind wir unterschiedliche Typen. Er eher der Süße, ich der Salzige, aber sein Kuchen war trotzdem lecker. Ja. Gut, schaffen wir weiter. Morgen. Despotovic kam mit akuten Problemen der Lunge in die Notaufnahme und er hat noch in der Notaufnahme die Diagnose einer bösartigen Tumorerkrankung der Lunge erhalten. Wie geht's Ihnen? Dankeschön, gut. Wieder besser insgesamt? Ja. Prima, ja. Sie machen auch einen deutlich besseren Eindruck, als es war ganz am Anfang. Eine Tumorerkrankung der Lunge ist immer eine lebensbedrohliche Erkrankung. Heutzutage kann man die Lungentumorerkrankungen wesentlich besser behandeln als früher. Es gibt wesentlich bessere Therapien und man kann auch deutlich gezielter behandeln, als dies früher der Fall war. Auch die Überlebenszeiten haben sich deutlich verbessert. Wir hatten ja eine Chemotherapie begonnen. Ja, die geht auch weiter. Genau, in der Kombination mit einer Immuntherapie. Das geht dann alle 3 Wochen erstmal so weiter. Ja. Sie bekommen ja beim nächsten Mal so eine Anlage von so einem kleinen Pott, so einem Pfröpfchen, wo man dann ganz geschickt die Infusion geben kann. Aber warum tut man mir 10-mal das Leid? Ja? Nein, traurig. Ja, also es ist ein spezieller Moment gewesen, denn er wollte eigentlich in dem Moment einfach seine Ruhe haben und das hat er dann auch signalisiert. So dumm bin ich nicht. Ja, nee, das wissen wir. Er will eigentlich jetzt darüber auch nicht sprechen. Er weiß, er hat die Erkrankung und es geht ihm jetzt wieder etwas besser und es steht eine Therapie an. Und das hat ihm dann da als Information dann auch gereicht und das ist auch völlig in Ordnung, da jeder Mensch da auch sehr unterschiedlich ist. Ich mag nicht, wenn man mir 10-mal dasselbe wiederholt. Ja. Alzheimer habe ich keine. Ja. Dann alles Gute Ihnen. Dankeschön. Wiedersehen, bis in 3 Wochen. Ich wünsche ihm, dass er sich in seinem allgemeinen Zustand noch mal weiter bessert, dass er in seinem Alltag gut zurechtkommt und dass er noch mal eine Phase in seinem Leben erlebt, in dem es ihm möglichst gut geht. When I grow old, I'll drink and smoke like I did when youth stayed, youth stayed. Till the second round.